Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja hier dieses Video angesehen. Wir haben einen Moped in eine Rakete verwandelt. Und in dieser Folge werden wir uns ein paar unserer weiteren Aufgaben widmen, nachdem wir auch eine Fensterrakete gebaut haben, nach Ewigkeiten an Versuchen. Werden wir uns jetzt heute an der nächsten Aufgabe widmen. Und wir haben hier noch das Spielzeugklotzhaus, das wir bauen sollen. Ich glaube, das machen wir heute mal eine Runde. Und ich werde jetzt nicht anfangen direkt mit Chat, weil ich glaube, das ist ein bisschen langweilig jetzt gerade. Wir löschen jetzt erstmal alles. Und fangen mit Spielsachen an. Erstmal den Bauklotz. Obendrauf das Dach. Und dann haben wir hier so zwei. Warte, was ist das? Oh, das ist der neue schwere Feuerwerkskörper. Und jetzt brauchen wir noch die Booster. Da machen wir einen links, einen rechts dran. Und das sollte hoffentlich reichen. Oder können wir noch einen rein theoretisch in die Mitte packen? Jo, das geht sich sogar noch aus. Dann machen wir hier so. Richtig Bums mal hier unter der Hütte. Spielzeughäuschen. Drei Raketen rein. Ich würde sagen. 3, 2, 1. Liftoff. Hui! Wo waren wir jetzt? Ah, 80 Meter haben wir schon. Ziel erfüllt, würde ich sagen, hier. Auch wenn wir irgendwo gelandet sind. Das Haus, den wird schon geschafft haben. Wir haben eine seltene Taggerung. Oh. Zufällig Flugwinkel aufgrund fehlender Flossen. Ja, das war ja in dem Fall nicht so wichtig. Rekordentfernung, 180 Meter. Respekt. Video hochladen. Miniaturhaus, das passt gut. Symmetrisch und es ist ein Gepard. Wenn ihm natürlich das Haus wegfliegt, oder? Ja. Nee, wenn ihm das Haus hier wegfliegt. Spielzeugklotzhaus, das passt gut. Und einfach mal Video hochladen. Und schauen wir, was rauskommt. Und 5000 Aufrufe. Oh, nicht schlecht. 85 neue Abonnenten. Fortsetzen. Fung! Boost, that sucker hard. Interessant. So, weiter geht's mit hier. Tech-Kombinationen. Du hast ein Tech-Kombo freigeschaltet. Was für eine Kombo? Beim letzten Video hast du ein Kombo aus mehreren Tags desselben Typs erstellt. Jedes Tag ist einem oder mehreren Typen zugewiesen. Welche Tags welche Kombos haben? Tja, das musst du einfach experimentieren. Probiere verschiedene Tags in Kombination miteinander aus. Du kannst versuchen zu raten, welche Kombos sie haben könnten. Klingt kompliziert. Zum Glück speichert Startup die du schon gefunden hast. So kannst du sie einfach wiederverwenden. Probier mal, sie mit Tags zu kombinieren, die du gleich Combo ergeben könnten. Hm. Verstanden. Einfach die Info. Oha, jetzt schreib die nochmal. Danke für die Tipps, würde ich sagen. Gerne. Jetzt schreibt ihr noch irgendwas. Tech Tracker. Das hört sich interessant an. Tun wir gleich mal installieren. Und was ist jetzt das? Was haben wir denn gerade installiert? Ein kleiner Marker-Mode, den ich geschrieben habe. Er fügt deinem Herausforderungslog in Marker einen Tech Tracker-Option hinzu. Probier es in Marker aus. Klicke einfach auf die neue Schaltfläche auf dem Zettel. Okay. Probier ich aus. Danke. Dann eine Runde Müllangeln. Das muss natürlich sein. Wer weiß, was rauskommt. Wir schmeißen wieder die Angel raus. Sie sinkt wieder tief auf den Boden des digitalen Marktes. Wir ziehen sie zurück und was kommt raus? Ein Trichter. Das könnte vielleicht eine gute Spitze abgeben. Dann haben wir noch Toilettensturz. Spitze. Einmal ich spiele so oft spielen, wie du willst. Alle Teile. Okay.
Von diesem Standort gibt es einen Verlangs. Einige Leute haben sich in einem Forum darüber unterhalten. Ich fordere dich heraus, es umzuwerfen, indem du es mit einer Rakete triffst. Wow, das ist eine Mega-Forderung. Nein, weißt du. Ja klar, werden wir es umwerfen. Hallo, das ist mega geil. So, Sid Phillips hier wieder. So cool. Ich liebe deine Raketen echt. Ja, was? Der schickt uns sicher wieder irgendwelche Sachen. Wäre super cool, Raketen mit den ganz vielen Spielsachen zu sehen. Wenn es nur einen Weg gäbe. Und ich habe eine Idee. Viele andere Kinder schauen auch in den Videos, wo du bist. Vielleicht kannst du die ja fragen. Kannst du gucken, ob die noch. Okay. Werden wir mal probieren. Kein Problem. So, jetzt kommen wir dann noch zum Rocket Girl. Du brauchst von 6 anderen Kindern Scheiben. Weil es immer 6 sind, du hier nie. Okay. So, was sagt sie? Huhu, wollte dir gratulieren. Du sammelst ja fleißig neue Abonnenten. Nettes Wortspiel. Statue bezahlt Werbeeinnahmen, oder? Sobald du genügend. Geht es etwa um Geld? Ich kann es kaum abwarten, Kohle abzugeben. Ich baue einfach nur gerne Raketen. Ja, natürlich. Wir bauen einfach gerne Raketen, die in die Luft fliegen. Mehr Leute wie ich bleiben. Weißt du, früher war ich hier auch ganz anders. Danke. Genau. Immer authentisch und selber bleiben ist echt ein guter Rat. Da haben sie total recht hier. Jetzt tut sie ein bisschen wahrscheinlich. Ja, jetzt tut sie ein bisschen an Startup noch ein bisschen hier meckern, wie es scheint. So, ich habe keine Arbeitsrechte. So. Danke. So. Da hat sie uns wieder gute Tipps gegeben und interessante Infos, das Rocket Girl. Sei du selbst, sei radikal, sei kein Arsch. Das machen wir natürlich. So, und jetzt hat. Gehen wir mal hier in den Morgue. Haben wir nur einen Tab. Aha. Enthüllte Text. Man kann nach Kombinationen. Ach hier haben wir zum Beispiel unter Cool schon welche. Das ist Fußball und Rocket Girl. Okay, das passt sozusagen zusammen. Toilettensturz. Bau mindestens 3 unterschiedliche Teile aus der Teilegruppe Müll ein. Wirf das Plumpsklo mit deiner Rakete um. Das hört sich gut an. Aus der Kategorie Müll. Dann würde ich sagen, vorne muss der Fußball hin. Dann dahinter. Die sogenannte Trägerrechte, wir müssen wirklich nicht irgendwann zur Seite schießen. Und du bist so der Bodenhalter. Und dann kommen natürlich noch dementsprechend 2 Booster dran, die das Ganze supporten müssen. Und wenn wir das dann. Na, vielleicht kriegen wir noch irgendwie ein anderes Triebwerk rein. So, wenn wir das jetzt abschicken, dann müssten wir doch 3 Teile, wirft das Plumpsklo um, schicken wir das mal auf die Oberfläche. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Flieg!
Nö. Da müssen wir, glaube ich, nochmal zurück zum Zeichenbrett und schauen, was das Ding hat. Da brauchen wir einfach ein breiteres Fußteil hier. Also wir nehmen den, bei den Trichter brauchen wir trotzdem. Den bauen wir hier so als... ein. Wenn wir jetzt bauen, schauen wir mal. Das könnte jetzt natürlich besser werden, weil jetzt hat es ein bisschen Stabilität. Feuer! Okay, wir brauchen mehr Auftrieb. Mehr Auftrieb. Das wäre natürlich ganz praktisch, wenn wir eine von denen so nach oben schicken. Müssen wir es mal so probieren. Die sorgt für Auftrieb. Na, die haben es immer noch nicht so ganz. Wirft das Kloplums um. Das Kloplums, genau. Die machen es auf eine ganz andere Weise. Wir setzen ein Booster vorne nach unten mit der Tin Can. Den setzen wir schön niedrig als Fokus. Und die setzen wir so. Wird zwar sehr, denk mal, sehr unstabil, aber. Adieu. Das war die falsche Richtung, Jungs. Das ging ein bisschen zu weit. Ich wollte nur ein bisschen Boost abhaben, aber okay. Laden wir hoch, ist ja auch ein Fehler. Wiederverwerter, Müllingenieur und Müll. Die Rakete hatte keinen Bock, nennen wir das Video. Hatte keinen Bock. Und nimm dieses Ding, wo es einfach abbaut. Video hochladen. Oh, super Kombination. Ekelig, okay. Oh. 24.000 auf 290 Abonnenten. Holy shit. Und adieu. Eine neue Nachricht erhalten. Raketentreibstoff. Deine Kreaturen sind echt nett. Sehr kreativ, sehr witzig. Aber darf ich etwas anmerken? Sie darf nicht wichtiger als Substanz sein. Hä? Was will denn der mit da sagen? Du hast Flair. Aber was die Technik angeht, hast du echt Nachholbedarf. Warum kennst du dich damit so gut aus? Ehrlich gesagt, was ist das? Wie mein Spitzname schon vermuten lässt, bin ich Raketenbau-Amateur in Teilzeit. Aber bitte nenn mich Doc. Geschwindigkeitsspezifizierter Impuls. Der fängt an mit Rechnen. Eieiei. Ah, das geht mir hier so, dass ein bisschen mangelhaft ist, die ganze Rechnung. Ne? Wir trumpfen jetzt mit Wissen. Irgendwie. Welchen Treibstoff verwendest du? Was du auf die Masse hast, um die Masse zu bestimmen, wie hoch deine Rakete fliegen kann. Ja, ist doch schon gut, alles faszinierend. Was schreibt er jetzt, der Junge? Du kannst die finale Höhe deiner Rakete ermitteln, indem du die kinetische Energie beim Brennschluss mit der Änderung der potentiellen Energie zwischen diesem Punkt und der maximalen Höhe ins Verhältnis setzt. Yo. Welchen Treibstoff haben wir? Zuckertreibstoff? So ein Pulver. Zuckertreibstoff. Du
In den meisten Fällen ist der Zuckertreibstoff nicht sonderlich gut gemischt und daher unzuverlässlich oder sogar gefährlich. Meine selbstgebaute Big Booster hingegen nutzt ein perfektes geheimes Gemisch aus Treibstoff und Oxidationsmittel, was für einen besseren Schub beim Start sorgt. Dynamit? Nicht wirklich. Damit erhältst du fast die doppelte NSK, also Newton pro Kilo als Treibladung. Und kurz gesagt, den doppelten Impuls. Gekauft, Doc. Nehme ich. Hier ist das Teil. Oh, wir kriegen neue Booster. Danke. Meine Frau hat mich gerade gerufen. Zeit fürs Abendessen. Chili-Abend. Guten Hunger. Ich würde sagen, zünde das schwere Feuerwerk über eine Höhe von 100 Metern, bleibe unter 120 Metern. Erreiche 1000 Meter. Versuchen wir doch das Ziel jetzt mal. Mit den neuen Boostern, die wir haben. Holy shit. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich da sitzen soll. Einfach zwei Köpfe. Und dann setzen wir es mal zum Testen aus, würde ich sagen. Zum Start. Auf jeden Fall mal die Höhe. 3, 2, 1. Liftoff. Holy shit. Und weg ist sie. 600, 700, 800, 900. Ein Kilometer. What? Wo ist die hin? Zoom. Da fliegt sie. Oh, sie kommt runter. Da kommt sie wieder. 1,3 Kilometer. Das Ding hat echt dezent eine Wucht gehabt. 1,44 Kilometer. Respekt. Und gelandet. Holy shit. Das war... Du hast ein virales Tag errungen. Oh, okay. Rekordhöhe 1,44 Kilometer, Rekordgeschwindigkeit 532 km/h. Okay, das wird spannend. Video hochladen. Wahnwitzige Raketenherausforderung. Wahnwitziges Skelett und Falke. Na, machen wir hier. Doppelschanze, zwei. Das Video und hochladen. Jetzt sind wir gespannt. Oh, Kombination seltsam, okay. 100.000, fast 100.000 Aufrufe. Und, oh, neues Level. Silber. Mega geil. Das ist ja mal mega nice. Eins. Und weg ist es. Keep Rockets weird. You got this model collector. Holy shit, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns an, was uns hier alles geschrieben wird. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.